Erstmal wunderschönen guten Morgen. Schön, dass wir so viele sind, und zwar Grüne und wir. Es ist klasse, es ist wichtig. Um was geht's heute? Heute geht's nicht nur um die Inhalte. CETA lehnen wir vor allen Dingen aus drei Gründen ab. Der erste Grund ist, nach wie vor sind Schiedsgerichte parallel zur normalen Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland vorgesehen, die einseitig nur den Unternehmen Rechte geben. Kein einziges zusätzliches Recht für die Arbeitnehmerinnen, für die Verbraucher oder Ähnliches. Zweitens, wir lehnen CETA ab, weil die demokratische Setzung von Regeln durch die Parlamente durch diese Abkommen und durch dieses Abkommen ersetzt wird durch Räte, die selber und einseitig diese Verträge verändern können und damit internationales Recht auch setzen können. Das hat mit Demokratie nichts mehr zu tun, sondern es ist letztendlich die Zementierung des Einflusses von großen Interessengruppen, wie zum Beispiel des Bundesverbands der deutschen Industrie. Und wir lehnen vor allem das Verfahren ab, und das ist heute auch unser Antrag im Bundestag. In diesem Verfahren soll nun Folgendes geregelt werden. Es soll geregelt werden, dass das Abkommen vorläufig in Kraft gesetzt wird, also CETA vorläufig in Kraft gesetzt wird, noch bevor die nationalen Parlamente überhaupt über ein Ratifizierungsgesetz oder überhaupt über eine Abstimmung über diese Verfahren, über dieses Abkommen durchgeführt haben. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, das ist schlichtweg eine Aushebelung der Demokratie. Der Kanzler ist heute in Brüssel und will sich dafür einsetzen, dass das Abkommen als gemischtes Abkommen betrachtet wird. Also als Abkommen, das auch die Mitwirkung der nationalen Parlamente erlaubt. Gleichzeitig aber setzt er sich massiv dafür ein, dass zumindest die Teile, die eindeutig nur auf der EU-Ebene verhandelt werden sollen, vorläufig in Kraft gesetzt werden können. Aber das ist wie mit einem Glas, in dem man sozusagen ein Stückchen Alkohol reintut. Dann ist das ganze Glas auch Alkohol. Und wenn man ein Abkommen aufteilt und sagt, da gibt es Teile, die wollen wir vorläufig in Kraft setzen und andere nicht, dann ist es eigentlich Täuschung der Öffentlichkeit. Denn zumindest bei diesen Teilen der Abkommen, die eindeutig sozusagen auf der EU-Ebene verhandelt werden, auch diese Teile der Abkommen müssen von den Bürgerinnen und Bürgern über ihre Parlamente beeinflusst werden können. Wenn die Abstimmung zu einem Zeitpunkt erfolgt, wo die Weste schon gelesen ist, hat das mit Parlamentarismus, mit Demokratie nichts mehr zu tun, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nichts mehr. Und deshalb wehren wir uns gegen diese Form der Behandlung von CETA. Wir wollen erreichen, dass eine vorläufige Abstimmung verhindert wird. Wir wollen erreichen, dass Gabriel und die Bundesregierung aufgefordert und gezwungen wird, einer vorläufigen Anwendung dieser Abkommen zu widersprechen. Denn nur wenn der Europäische Ministerrat, wenn die Minister mit einverstanden wären, dass vorläufig in Kraft gesetzt wird, nur dann könnte sowas passieren. Jetzt liegt es an denen, ob sie die Demokratie aushöhlen oder nicht. Wir wollen sie mit unserem Antrag heute unter Druck setzen und hoffen auf große Zustimmung. Vielen Dank, Klaus.